Corona hat das Einkaufen in den letzten 12 Monaten nachhaltig verändert. Die Lockdowns und die Ungewissheit der Wiedereröffnungen gestalteten sich für den Handel als große Herausforderung. Beim Erfinder der Bausatzmöbel, IKEA, wurde in Zeiten der Pandemie schon früh auf Online-Experten im Bereich der Küchenplanung gesetzt. Die Teamassistentin in der Küchenabteilung mit dem außergewöhnlichen Namen Nur Efshan Yildiz ist schon seit der Lehre beim Möbelriesen. Ihre Leidenschaft liegt eigentlich in der Offline-Beratung. Es bereitet ihr Freude, Kunden ihre Traumküche zu designen. Der Umstieg auf Online war für sie nicht schwierig. Mit einer entsprechenden Ausbildung durch die Zentrale in Vösendorf ist sie gut gerüstet. Trotzdem haben Online-Beratungstermine ihre Tücken. Man weiß nie, wie der Kunde draußen drauf ist. Weil herinnen sieht man halt von Mimik und Gestik, ob der Traumküche wirklich entstanden ist. Und am Telefon ist es halt ziemlich schwer. Man erkennt schon von der Stimme, ob das jetzt okay ist oder nicht. Aber man hat trotzdem so Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Mehr als 2 Online-Beratungen pro Tag haben die Experten nicht. Zum einen, damit sie genügend Zeit für ihre Kunden haben und zum anderen, um sofort danach ein Angebot zu erstellen und dem Kunden zuzusenden. Wie funktioniert nun so eine Online-Planung der eigenen Traumküche? Zuerst bucht der Kunde online einen Beratungstermin. Als Bestätigung bekommt er eine E-Mail mit der genauen Uhrzeit und einen entsprechenden Link. Zum vereinbarten Zeitpunkt ruft der IKEA-Online-Experte den Kunden an und schon kann es losgehen. Der Kunde sieht in Echtzeit, wie seine Traumküche entsteht und kann sich via Telefon mit dem Berater austauschen. Für uns lässt sich Jacqueline Lange zum ersten Mal eine Küche online planen. Als besonders gut empfindet sie, dass der gesamte Prozess in der entspannten Atmosphäre zu Hause stattfindet. Auch bleiben ihr dadurch lästige Zwischenfragen anderer Kunden erspart. Sie genießt die volle Aufmerksamkeit der Online-Beraterin. Es war schon richtig gut, vor allen Dingen diese Echtzeitplanung, weil man wirklich immer genau gesehen hat, was passiert jetzt. Und ich konnte auch Input geben, okay, hey, wäre es nicht besser, das nach rechts zu machen oder das noch nach links zu machen. Das fand ich sehr gut. Das heißt, ich hatte immer noch Mitspracherecht, aber es fehlte halt noch dieses, okay, wie sieht das wirklich genau optisch aus? So diese Haptik fehlt einfach noch. Hat der Kunde noch keine exakte Vorstellung, wie sich das Material anfühlt oder wie die Farbe in echt aussieht, ist das auch kein Problem. Und ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele, die was sagen, hey, ich muss mir die Arbeitsplatte anschauen, ich kann mir die Front nicht vorstellen, ich weiß nicht, ob die Kombination an Farben wirklich das Richtige ist oder ob das online nur gut ausschaut, aber in echt dann eigentlich nicht so bei mir in die Wohnung reinpasst, dann warten auch viele, bis wir wieder offen haben, was ja zum Glück jetzt wieder bald der Fall ist. Die Online-Beratung ist im Hause IKEA nichts Neues. Schon vor Corona wurde begonnen, den digitalen Service zu etablieren. Ein Team von 12 Mitarbeitern kümmert sich seit 2019 darum. In Salzburg sind aktuell 27 Mitarbeiter mit der Online-Expertenplanung beschäftigt. Das digitale Angebot ist mittlerweile gelernt und wird gut angenommen. Ob es zukünftig bestehen bleibt oder sogar ausgebaut wird, entscheidet der Markt. So Market Manager Wolfgang Kietreiber Makari. Was wir gelernt haben aus diesem Lockdown ist, dass die Kunden einfach vermehrt online einkaufen. Die Kunden sind es gewohnt mittlerweile online einzukaufen, auch Services online zu konsumieren. Insofern wird der Bedarf hoch bleiben. Er wird nicht so hoch sein wie jetzt aktuell im Lockdown, aber sicher höher als vor dem Lockdown. Darum werden wir das ganz sicher weiter anbieten. Bleibt die Nachfrage bestehen, werden die ausgebildeten Online-Experten aus Salzburg das Team aus der Zentrale auch weiterhin unterstützen.